Also die... Wenn ich eine Menge aufschreibe, dann kann ich die Elemente der Menge in irgendeiner Reihenfolge hinschreiben, das ist egal. Nur, wenn ich ein Tupel hinschreibe, ist die Reihenfolge nicht egal. Also, Beispiel... Diese Menge hier ist auch die folgende Menge. 1s, 0s, 2s, 1t, 2t, 0t. Ich habe jetzt einfach die Tupel in einer anderen Reihenfolge hingeschrieben. Das darf ich. Aber ich darf nicht innerhalb der Tupel vertauschen. So. Okay. Da war noch eine Frage auf der Seite? Oder hatten Sie noch eine? Nee, okay. Jetzt haben wir das ganze Handwerkszeug, um Relationen zu definieren. Was ist eine Relation? Definition, Relation. Seien, also bei einer Definition muss man immer erstmal sagen, wovon man ausgeht. Was ist so die Voraussetzung, die man braucht? Und in unserem Fall seien A und B zwei Mengen. Einfach zwei Mengen. Das können zwei unterschiedliche Mengen sein, wie hier A und B. Das kann aber auch zweimal die gleiche Menge sein, wie hier R kreuz R. Seien A und B zwei Mengen, eine Teilmenge R von oder des kartesischen Produkts A Kreuz B heißt Relation. Okay, und zwar Relation, vielleicht noch genauer, Relation zwischen A und B. So, man hat zwei Mengen, man bildet das Kreuzprodukt. Und jede beliebige Teilmenge des Kreuzprodukts heißt Relation. Das bedeutet, man kann schreiben, R ist Teilmenge von A Kreuz B. Sie bilden das Kreuzprodukt und Sie nehmen sich irgendwelche beliebigen Elemente daraus, bilden eine Menge, also sie nehmen sich irgendeine Teilmenge daraus und dann ist das eine Relation. Wenn die beiden Mengen gleich sind, dann hat man so ein bisschen andere Sprechweise, dann sagt man nicht Relation zwischen A und B oder nicht Relation zwischen A und A, sondern da sagt man eine Relation R als Teilmenge von A Kreuz A heißt Relation auf A.
Gut. Jetzt kann man sich mal zwei Elemente nehmen, eine aus A und eine aus B, wenn wir die allgemeine Definition nehmen. Wenn A Element A und B Element B und A B Element der Relation. Ja, die Relation ist ja eine Teilmenge des kartesischen Produkts. Das heißt, die besteht aus Tupeln. Wenn A B Element der Relation ist, dann sagt man, ja, dann steht A in Relation zu B. Das kann man so schreiben, dass A und B in Relation stehen, die beiden Elemente, bedeutet, dieses Tupel ist in der Relation drin. Manchmal ist diese Mengenschreibweise ein bisschen umständlich, dann darf man auch ein Symbol erfinden. Zum Beispiel kann man auch schreiben, sowas hier, A steht in Relation zu B. Wir wählen eine Infix-Schreibweise, nämlich eine Schreibweise, bei der ein Relationssymbol zwischen den beiden Elementen steht, wie hier. 3 kleiner 5, 2 teil 6, da haben wir auch die Relationssymbole zwischen den Elementen stehen. Manche schreiben auch folgendes, A steht in Relation zu B, dass sie praktisch das gleiche Symbol wie für die Menge nehmen. Ja, kann man auch machen. Diese beiden Schreibweisen gibt es. Entweder ihr sagt, das Tupel ist in der Menge R, oder A steht in Relation zu B, dadurch, dass ich irgendein Symbol nehme, das für diese Relation steht und zwischen die beiden Elemente packe. Okay, jetzt machen wir mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal folgende Menge her. Wir wollen uns mal die Kleiner-Relation definieren auf dieser Menge. Also eine Relation auf dieser Menge heißt, wir bilden jetzt eine Teilmenge von A Kreuz A. Und zwar eine Relation, die die Kleiner-Relation auf dieser Menge hier repräsentiert. Und Sie sagen mir mal, welche Elemente müssen da drin sein? Wir wollen jetzt die kleine Relation definieren. Welche Elemente müssen in dieser Relation drin sein? Bitte? Nur rechts, nur das zweite und rechts. Genau. 0 ist kleiner als 1, 0 ist kleiner als 2 und 1 ist kleiner als 2. Das können Sie jetzt so hinschreiben. Diese Elemente sind in der Relation oder Sie schreiben es eben ausführlich hin mit einem zusätzlichen Symbol 0 kleiner 1, 0 kleiner 2 und 1 kleiner 2. Machen wir mal die Gleichheitsrelation, also es ist die kleine Relation, vielleicht können wir die so bezeichnen, so die Gleichheitsrelation, welche Elemente sind in der Menge drin? Ja, also die Tupel. Genau. Ach, kommen Sie, machen wir noch die kleiner Gleichrelation auf dieser Menge. Die kleiner Gleichrelation, wie kann ich die jetzt einfach hinschreiben? Ich möchte nicht nochmal alle Tupel hinschreiben. Ja? Haben Sie sich gemeldet, oder? Ja. Kann man dann die beiden R hinschreiben? Kann man? R kleiner und R gleich. Ja, ich schreibe jetzt mal hin, man nimmt R kleiner und man nimmt R gleich. Aber was bedeutet denn und bei den Mengen? Vereinigen, genau. Die nehmen Sie beide und vereinigen Sie. Dann haben Sie kleiner gleich.
Da stecken dann die 6 Elemente drin, ne? Die hier aufgeführt sind. Bitte? Das ist Vereinigen. Das Symbol, was Sie meinen, andersrum ist Schneiden. Das ist die Vereinigungsmenge. Sie werfen alles in einen Topf. Topf. Ja. Ach so, okay. Ich hatte gerade gesagt, was heißt und bei Mengen? Das war vielleicht ein bisschen missverständlich. Das ist natürlich das oder bei Mengen, entweder aus der einen oder aus der anderen. Was ich mit dem und meinte, ist, was bedeutet es, wenn ich zwei Mengen, also die eine und die andere, nehme und zusammentue? Genau. Okay. Ja, macht nichts. Okay. So, jetzt haben wir Relation definiert und jetzt ist es aber ein bisschen langweilig, wenn man nur die Relationsdefinition hat. Viel spannender ist es, wenn man sich zusätzlich noch ein paar Eigenschaften definiert.